Und wir gehen los, um in der Stadt zu flanieren. Und die ganzen Besorgungen zu machen. Jo. Jo, jo, jo. Ihr flaniert. Wir verlieren. Verlieren. Mhm. Und... wolltet ihr sonst noch etwas kaufen? Schlösser, ne? Ja, da wollten wir ja erstmal dann Goslin fragen, ob der da was machen kann. Stimmt, ja. Nö, ich würde dann einfach nur rumflanieren, ein bisschen was auf dem Markt knabbern. Ich würde ein paar Seile kaufen. Nur für den Fall. Einfach wieder ein Seil nachkaufen für den Abenteuerbedarf. Ich würde mich auch ein bisschen umhören, ob es irgendwas Neues gibt, so in der Gegend oder in der Stadt, was wichtig für uns sein könnte. Und würde mal gucken, ob ich vielleicht noch ein Buch gekauft kriege, einen kleinen, kein Roman. Ja, so soll dir gelingen. In was für eine Art von Roman suchst du? Ein Liebesroman. Oh. The Lusty Argonian Might. Ja, wie auch immer. Ein Klassiker. Ich frage, was gut ist. Captain Tusktooth. Das sehe ich. Ja, und du hast einen sleazy Schmöker-Roman. Wie kostet der denn? Ein Gold. Ist klar. Auf wessen Bild ein schlecht gezeichneter halbnackter Halborg ist. An den sich eine halbnackte blaue Tieflingsdame presst. Genau. Was willst du denn damit? Das ist für Ciana. Was will denn die damit? Naja, die ist immer so ein bisschen steif, wenn es so. Ne. In dem Buch sind ganz andere Dinge steif. Ja, eben. Ein bisschen zum Auflockern. Ja, muss man mögen, ne? Vielleicht mag sie es ja. Meistens sehe ich Frauen sowas lesen. Wenn nicht, dann wird sich schon jemand anderes finden. Frana freut sich sicherlich auch. Leon würde gerne beim Flanieren. Warum haben eigentlich meine Charaktere so ein Porno-Lese? Also, kam ja auch schon. Ja, was soll's. So sei es. Ja, Leon würde gerne nach besonderer Munition schauen. Pfeile. Mhm. Ich meine, so ein paar mehr Rankenpfeile wären ja nicht schlecht. Ein Vipernpfeil hört sich auch gut an. Ist halt die Frage, ob das gerade erhältlich ist. Ja. Manche von denen sind ziemlich teuer, ja. Ja, du findest einen kleinen Laden, der magische Gegenstände verkauft. Und der verkauft auch verzauberte Bolzpfeile. Cool, darf ich mir dann einfach einige von denen jetzt aufschreiben und das Geld mir dann abziehen, oder? Der hat zwei Rankenpfeile, zwei Schlafpfeile, zwei Vipernpfeile und er hat auch einige höhere Pfeile, aber dafür hast du wahrscheinlich kein Geld. Ja, dafür habe ich kein Geld. Ja, dann würde ich zwei Rankenpfeile und zwei Schlafpfeile nehmen. Dann streiche ich jetzt 42 Gold. Ja. Gibt es da in dem Laden noch andere interessante magische Gegenstände? Bestimmt.
wenn du im Katalog nachschaust. Ich habe im Katalog nachgeschaut und dir geschrieben, ob es und gefragt, ob es da einen Gegenstand gibt. Ja, sorry, habe ich nicht gehört. Ich habe Streamer-Modus on, auf. Ah, es ist in Ordnung. Lass mich schauen. Hast du auch die Katalogseite dafür? Die Katalogseite. Sekunde. Ich habe gerade wieder hochgescrollt. Hat mir Frana eigentlich das Geld zurückgegeben, was ich ihr geliehen hatte? Christian. Welches Geld hattest du ihr denn geliehen? Ich hatte ihr, ich glaube, 85 Gold geliehen. Wofür? Naja, weil die doch so arm waren. Das war schon recht lange her. Bisher noch habe ich ja so verflucht. Okay. Ja, ja, die haben eine da für 50 Gold. Ehren! Ja. Variante 1, ne? Kann ich mir von dir 24 Gold leihen? Wenn es sein muss. Hier. Das kriegst du wieder, sobald ich mein Bild verkauft habe. Ja, hier. Bitteschön. Danke, danke. Gib dir 24 Gold. Dann gehe ich einkaufen. Was kaufst du dir jetzt? Nochmal? Ich habe mir eine Halskette gekauft. Hier, damit musst du aber vorsichtig sein, mein Junge. Klar, klar. Mach die. Du wirst es lieben. Benutze sie nicht, um deinen Kamin anzuzünden. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich zünd doch nicht meinen Kamin für 50 Gold an. Jo. Und du siehst, wie sich Emil eine Perlenkette um den Hals bindet. Hübsch. Danke, das Rot steht mir. Was hat das irgendwelche gekostet? Besonderen Effekte? Ja. Die du uns verraten möchtest? Oder nein, das würde doch die ganze Szene kaputt machen. Ja, Szene? Naja, man braucht ja einen gewissen Überraschungseffekt. Wenn ich dadurch sterbe, bringe ich dich um. Das ist akzeptiert. Ja, gut. Hat es denn der gute Mann hier auch noch irgendwelche Talismane? Schauen Sie in meinen Katalog nach. Ich finde ja diese Jadekatze besonders schön. Oh, Jadekatze? Auf welcher Seite steht das denn? Ach, das finden Sie auf Seite 598. Ah, ja, ja. 598. Ja, davon haben wir noch eine. Dann würde ich mir so eine auch kaufen wollen. In der Tat. Einen Moment, die habe ich, glaube ich, hinten. Der alte Mann dreht sich um und geht in den Raum und hört das, man hört das Klang von irgendwelchen Sachen, die gegeneinander scheppern. Hört wieder raus mit so einer kleinen Jadekatze an einem Band. Hier. Das macht dann einmal 7 Gold. 7 Gold? Mhm. Gut. Würde ich sie auch für 6 Gold bekommen? Persuasion. Was auch immer es auf Deutsch ist. Das ist ja Persuasion hier, oder? Ich glaube. Nee. Oder Diplomacy? I don't know. Diplomacy, genau. Diplomacy. Ja, Diplomacy. Ja, da bin ich ja so gut drin.
Da sagen wir 6,5. 6,5. Von mir aus. Ja, wir reichen die Katze und das Geld entgegen. Ich kurz dieses Zeug hier. Also mal. Kann ich sonst noch irgendwie helfen? Nee, ich bin pleite. Wartet, wartet. Wartet, wartet. Warte. Wie aktiviert man denn diesen Talisman, wenn ich fragen darf? Gute Frage, frag ihn mal was. Braucht man dafür irgendeine Art Aktivierungswort? Ja. Wie lautet dieses? Das müsst ihr festlegen. Ach so, ja. Das wusste ich nicht. Das sucht ihr euch aus. Ich würde vorschlagen, dass bei der Jadekatze das ein sehr kurzes Wort ist. Wie zum Beispiel, ah! Oder, ich falle! Ist A ein Wort? Wenn es mehrere A's nacheinander und mit einem H ein Ende ist, würde ich das Wort bezeichnen, ja. Ich glaube, man nennt es eine Interjektion. Eine Onomatopoeia. Ah ja. Nun gut. Nun gut, Kelvor. Ja. Habt ihr. Right, hello, fellow engineers. Lass mich schauen, auf welcher Seite im Katalog steht das denn? 596. Da war ich doch gerade drüber gebettet. Warum haben wir es nicht gesehen? Ach, dort. Ja, ich denke, ich habe auch eine Affennadel. Ja, man weiß ja nicht, wofür man es braucht, ne? Einen Moment. Will ich auch nur haben, weil es das Einzige ist, was mich interessiert hier. Ja, was ja alles Müll. Ich meine, schöner Laden. Er überreicht dir die Affennadel. Das macht dann einmal 10 Gold. Gut, 10 Gold. Und lass mich dir sagen, ich habe noch nie einen magischen Gegenstand an jemanden passenderes verkauft. Dankeschön. Moment mal. Ihr seid selbst ein blöder Affe. Gut, was das ist eins zu gehen. Kommt, kommt, kommt. Ich bin Meister der fünften Arkanen-Ebene. Ich bin Meister der Faust. Komm mal ran auf den Meter. Wir gehen jetzt, Kälber. Er hebt die Arme. Kälber auch. Es formt sich Blitze zwischen seinen Händen. Oh, der macht ernst. Als du wieder aus dem Laden gezogen wirst. Nochmal Glück gehabt, dass du da warst. Ja, hat er. Das hat er wohl. Gut, dann würde ich sagen, finde ich noch irgendjemanden, der mein Bild kauft und dann stürmen wir noch einmal kurz im Theater vorbei und dann dürfen wir uns ja schon wieder beim Markt treffen. Nee, nicht beim Markt, beim Park. Die Klänge der Musik so langsam. Musik von gestern klingelt mir immer noch in den Ohren. Alter, genau das dachte ich auch gerade.
Ja, wo möchtest du das denn verkaufen? Was suchst du? Ein Kunstobjektladen. Ja, also oder ein Einrichtungsladen. Du hast nicht irgendwie hier in der Stadt irgendwie einen Hehler oder sowas, den du da in der Unterwelt kontakten oder was aufsuchen könntest? Nö. Okay. Dann gehst du in den berühmten Einrichtungsladen Aeki. Ja. Aeki. Mhm. Das ist mit den gelben Tüten, mit dem blauen. Jo! Hallo! Was kann ich für sie tun? Ich habe ein ganz schreckliches Bild geschenkt bekommen, das ich gerne verkaufen würde. Also, schrecklich ist es nicht, aber es passt halt so gar nicht in mein Haus. Ich mag solche düsteren Bilder nicht. Dann lassen Sie doch mal sehen. Ja. Ich könnte Ihnen dafür 10 Goldmünzen geben. 10! Wenn ich alleine die Arbeitsstunden dafür berechne. Ich dachte, ihr habt es geschenkt gekriegt. Ja, und? Ja, was schwebt Ihnen denn vor? 30! Ich mach mal einen Persuasion-Wurf, also einen Diplomacy-Wurf. Oder halt. Oder Täuschung geht auch. Ja. 23! Wie wär's denn mit 20? Wie wäre es mit 20? Und ich bekomme 30. Ich habe gerade diesen Schreibtisch fertiggestellt. Ich nenne ihn Björn. Nee, ich glaube, ich hätte gerne die Gustav-Gläser. Gustav-Gläser. In Ordnung. Gut. Dann gebe ich ihm das Bild und packe mein Set Gustav-Gläser ein. Wenn ich das Bild in der Hand gebe, reiche die Hand, zwiebelt sich seinen blonden Mustache. Und stellt das Bild zu anderen, identischen Bildern. Es freut mich, mit ihnen Geschäfte zu machen. Er sammelt die. Das Bild daneben ist ein Bild von irgendeiner Stadt-Outline. Daneben ist nochmal ein Bild von einer Uhr. Bockleport, ich gehe raus mit meinen Gustav-Gläsern. Ja. Gut. Und als du gerade draußen bist, ihr merkt, dass der Regen aufgehört hat mittlerweile. Und du schaust gen Himmel, denn alle schauen gen Himmel und halten sich den Mund zu und ein grüner Riss öffnet sich in der Wolkendecke. Und hinaus stürzt. Was zum? Papier. Ich wusste, das wird ein Scheißtag. Es fällt was? Papier. Es fällt vom Papier vom Himmel und der Riss schließt sich wieder. Mal. Leon möchte sich eins von diesen Papieren aus der Luft schnappen. Machen Dingenswurf. Nicht Athletik, sondern das andere. Akrobatik. Nur zu gerne. 28. Ja, du schnappst dir dieses Bild, dieses Papier aus der Luft. Und du schaust das Papier an. Und auf diesem Papier steht: Kelvos Pinte. Diesen Winter das erste Mal seit 23 Jahren in Kintago. Was für ein Ding? Kelvos Pinte. Was ist eine Pinte? Na, so eine Kneipe. Was ist eine Kneipe? Das zeige ich so, Emil.
Helvors Pinte? Was ist mit mir? Helvor, hast du zufällig eine Kneipe aufgemacht, von der niemand was wusste? Dann wüsste ich davon auch nichts. Ich wüsste auch nicht, wie Helvor so etwas aus dem Himmel fallen lassen könnte. Ja, es sieht schon sehr... Aber es macht schon neugierig, oder? Was steht drauf? Wann? Jemand nutzt meinen guten Namen aus. Jetzt habe ich ihn nicht gehört. Diesen Winter. Diesen Winter. Diesen Winter! Scheint er recht neu zu sein. Wieso fällt es aus dem Himmel? Mit einem grünen. Würde ich auch gern wissen. Steht da noch mehr drauf? Nee. Nein. Leider nicht. Dreh das Papier. Da steht mein Name drauf. Da steht's drauf. Helvors Pinte diesen Winter erste Mal seit 23 Jahren in Tintago. Vor 23 Jahren scheint es. Vor 23 Jahren. Ich betrete den Laden nochmal. Entschuldigung. Jo. Wie lange leben Sie hier schon in Kintago? Ungefähr 3 Jahre. Okay, das war's. Danke, tschüss. Tschüss. Wir müssen zurück zum alten Magier. Nein, besser nicht. Weiß irgendwer, was Kelvors Pinte ist? Die Leute schauen sich um. Nee, nein. Ich glaube, Pinte ist ein anderes Wort für Kneipe. Danke. Wissen wir. Hab ich nicht gewusst. Mir zumindest ein Ort draufstehen. Ist denn wirklich nur ein einziges raus oder war das so eine Anzahl von Flugblättern? Ja, es waren schon eine Flugblätter, es waren mehrere. Es war nicht das einzelne Blatt, was bei euch vor eure Füße landet. Ja, gut, okay. Also schauen sich auch mehrere Leute diesen Zettel an. Wenn da wenigstens ein Ort draufstehen. Also ich denke, wenn Kelvors Pinte in dieser Stadt auftaucht, dann werden wir es erfahren. Das vielleicht auch schon einen grünen Blitz irgendwo. Wenn alleine schon die Flugblätter so imposant sind. Sehr mysteriös. Ein Magier hat doch keine Taverne, oder? Wer weiß. Oder heißt Kelvor? Nur ein großer Krieger heißt Kelvor. Gibt es denn viele Leute, die Kelvor heißen? Ich dachte, das wäre dieser Held aus den alten Geschichten. Ja, und ich. Und du. Mhm. Hm. Sonst kenne ich keinen. Na, lasst uns zum Park gehen, dann könnten wir ja mit vielleicht den anderen nochmal darüber sprechen. Alten Helden benannt oder so. Oder nach dir, Kelvor. Vielleicht war Kelvor tatsächlich früher einmal ein Abenteurer und er hat seine Taverne mit seinem Magierkollegen aufgemacht. Natürlich war Kelvor mal ein Abenteurer. Ja, selbstverständlich. Genau das wird er auch sein. Gehen wir zum Park. Ja, zum Park. Zum Park. Zum Park. Und was im Park geschieht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich will erstmal shoppen. Oh. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So ist das auch. Ich hoffe, es hat den Zuschauern gefallen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ja. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao. Wenn Kintaro zerstört wird.